Willkommen zu einem neuen Eternals Evolution Update Video. Dadurch, dass ich letzte Woche kein Video gemacht habe, einfach weil es nicht wirklich nennenswerte Updates gab, ist dafür hier umso mehr zu sehen. Wir haben nämlich, wie ihr schon sehen könnt, Weihnachten. Dahingehend, ich muss mal gucken, nee, hier nicht, aber in der Basis ist es schön weihnachtlich. Auch die Dämmerungsländer sind weihnachtlich. Wir haben einen neuen Kommandanten, der sogar im mystischen Bereich als Triple S definiert wird, weil er auch zwei Fähigkeiten besitzt. Wir haben das Weihnachtsevent, auf das ich gleich noch genauer eingehen werde. Wir haben einen neuen Helden, den ich euch einmal zeigen werde. Zwar jetzt nicht direkt im Kampf, weil ich den noch nicht so hoch habe, aber dennoch, ja, ihn einmal zeigen. Es gibt Skins für zwei Helden, die man im Weihnachtsevent erwerben kann. Und die werde ich euch zeigen. Und tatsächlich, aber vielleicht gab es das auch im letzten Update schon, ein neues Riss-Event. Beziehungsweise eine neue Riss-Mission. Die ist mir nämlich tatsächlich entgangen. Ich weiß nicht, wie lange sie schon da ist. Ich habe die ganzen Updates durchgeschaut. Updates, Patchnotes. Und ich habe es nirgendwo gefunden innerhalb des letzten Monats, dass da irgendwo eine neue Riss-Mission angekündigt wurde oder ja, bekannt gegeben wurde. Fangen wir an. Wir gehen einmal zu dem Kommandanten. Der Kommandant, der neue, heißt hier Enlighten. Er wird auch nur Triple S, wenn wir ihn auf Mystisch haben, wie man hier sieht im Elite legendären Bereich. Ist der nicht Triple S. Wobei der hier auch, glaube ich, eine verstärkte Beschwörung hat. Aber mystisch wird er als Triple S gekennzeichnet. Was kann er? Er kann Folgendes. Zum einen, alle beschworenen Einheiten kriegen Angriff und Angriffgeschwindigkeit. Und wenn mehr als drei oder mehr Beschwörungen auf dem Feld sind, ist es so, dass wenn ein Gegner einen Skill nutzt, dass man quasi ja höhere Schaden kassiert. Und im PvP ist allgemein, dass dann quasi Angriff und HP von allen Einheiten um 20% gesteigert wird. Ist die Frage, ob hier, weil hier steht auf allen befreundeten Einheiten, ob damit alle gemeint sind oder nur die Beschwörung. Das ist jetzt schwer zu sagen. Auch der Fakt, dass halt der Schaden erhöht wird, den die bekommen, ist halt, da würde ich dann mich tatsächlich eher dann doch zu dem tendieren, der zwar nicht permanent, aber na, es kommt drauf an. Weil hier haben wir ja Angriff und Lebensraub. Das heißt, wenn die beschworenen Einheiten Leben verlieren, können sie hier mit wieder regenerieren. Hier eben nicht. Das kommt dann, denke ich, ganz auf die Builds drauf an. Und ja, das ist der Kommandant. Ein weiterer Kommandant für Beschwörer. Dann haben wir einen Prototypen für Beschwörer. Und zwar, genau. Wie heißt das gute Stück? Dominanter Kern. Der Schaden von beschworenen Einheiten wird erhöht. Und dann nochmal zusätzlich erhöht. Leider halt mystisch. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass im niedrigen Bereich ein legendärer Prototyp noch auftaucht, der ebenfalls für Beschwörer ist, weil da fehlt das einfach. Wenn man mit Beschwörer irgendwo einbaut, man hat keinen legendären Prototypen, der mit Beschwörern harmoniert. Leider. Gehen wir weiter. Wir haben
als nächstes unseren neuen Helden. Gehen wir einmal über die Galerie rein, damit wir das volle Maß sehen. Es ist ein Terraner und es ist ein Beschwörer. Der Ganze nennt sich Daniel oder Daniel. Tatsächlich ist es der Held, den wir permanent überall sehen. Ihn steuern wir in den Rissmissionen. Bin ich der Meinung? Ja. Wir steuern ihn bei den beim Ödland. Und er wird auch bei den Seelenrubinen dargestellt. Seelenrubinenminen. Von daher ist es der Charakter, den wir eigentlich schon immer gesehen haben, der jetzt endlich da ist. Hier auf der rechten Seite sehen wir, hat sich das Ganze auch ein bisschen verändert. Es gibt Info, exklusive Ausrüstung und dann gibt es noch die normale Ausrüstung und dann haben wir jetzt noch Skin dazu. Es gibt aber, wie gesagt, nur zwei, wo man es sieht. Das ist nämlich einmal der Daniel und die Emma. Da sieht man auch tatsächlich, dass der Boden ringsherum Schnee ist. Aber ansonsten ist es gleich. Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen stört bei der Geschichte, ist, dass die Skins auch, ja, die Werte erhöhen. Das heißt, damit haben die, die Skins haben, einen Vorteil gegenüber denen, die keine Skins haben. Das heißt, das ist nicht nur kosmetischer Natur, sondern tatsächlich hat auch Einflüsse auf das Spielgeschehen. Leider. Gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, aber mal gucken, wie sich das tatsächlich äußert. Gehen wir zurück zu Daniel. Ultimative Fähigkeit ist ein Riesenbär, also er beschwört einen Riesenbär, der nicht dauerhaft da ist, aber eine gewisse Zeit und greift dann halt nur Leute da an, wo er beschworen wurde. Also quasi, der bewegt sich nicht. Macht AOE-Schaden und übernimmt hier aber auch Verteidigung und Lebenspunkte von Daniel. Also einfach so eine Art, ja, zusätzliches Tankmonster, würde ich jetzt mal so sagen. Aber halt auch einfach nur AOE-Schaden. Mehrfach einsetzbar also. Dann nächsten haben wir den Adler. Adler ist hier einfach auch eine Schadenspet, der auch in einem Zielgebiet Schaden zufügt. Hier haben wir aber auch noch Crit-Rate mit rein. Das heißt, es könnte durchaus interessante Builds von Daniel auch geben. Aktuell sieht sein Equipment-Vorschlag aus, dass er komplett auf Angriff geht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Crit vielleicht helfen könnte. Wobei seine passive Fähigkeit so ein bisschen da auch, ja, da bin ich noch gespannt, wie sich der denn auswirkt. Wir haben noch die dritte Fähigkeit, den Jaguar, der ebenfalls ein Pet ist, der dann noch nicht mit Crit, sondern mit Attack Speed arbeitet. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einfach einen Tank, der alles abkriegt. Einen Adler, der eher auf Crit geht. Und einen Jaguar, der eher auf Geschwindigkeit geht. Ist die Frage, ob die Kommandanten, der Kommandant zum Beispiel Samira, müsste das glaube ich sein, der mit Attack Speed arbeitet, auch auf die Pets agiert. Das ist die Frage. So, als nächstes haben wir die Passiv. Das heißt, wenn hier mehr, vier oder mehr Beschwörungen drauf sind, wird die Crit-Rate reduziert und die Heilungsrate. Jetzt ist die Frage, wenn ein Feind eine Fähigkeit einsetzt, ist die Frage, gilt das für die Feinde oder gilt das für die eigenen? Das steht jetzt mich hier nicht ganz. Es kann auch sein, dass es einfach für alle gilt. Das wäre auch möglich. Zweitens aber, Beschwörungen, verbündete Beschwörungen erhalten Angriff und Verteidigung. Also definitiv ein
Nonplusultra-Held für ein Beschwörer-Team. Das war's zu Daniel. Ich denke, ich werde ihn definitiv auch hochleveln, weil ich ja gerne die Beschwörer einsetze. Ich finde die recht effektiv. Und ja, als nächstes, bevor wir zum Weihnachtsevent gehen, gehen wir einmal zum Riss. Denn wir haben hier Labyrinth von Nedasso. Ich habe es schon beendet. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung auch einmal den Guide dazu verlinken, den ich schon erstellt habe, falls ihr hier Hilfe benötigen solltet. Genau. Ja, wann der Riss gekommen ist, keine Ahnung. Er wurde mir auch nicht angezeigt. Er war dann, ich habe einfach, guckst du mal rein und plötzlich ist da noch ein weiterer Riss. Sehr interessant. Dämmerungsländer gibt es auch. Neuerung. Sammeln wir mal kurz noch. Zum einen ist das Ganze auch im Winterlook gehaucht. Des Weiteren gibt es Folgendes. Wir haben nämlich einen neuen Gegnertyp. Und auch einen neuen, eine neue Strategie. Da haben wir nämlich das Rekrutieren. Das gilt nämlich für die Beschwörer. Und dieser Gegner hier, ja, der hat halt weniger HP, meine ich. Ich glaube, das war so, dass halt, genau, die Max-LP wird erhöht und durch die Beschwörung wird es verringert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Es war klar, dass dann Beschwörungen auch reinkommen mussten, weil es immer mehr Beschwörer mittlerweile gibt. Aber das zu den Dämmerungsländern. Gehen wir ins tolle Weihnachtsevent. Beziehungsweise wir haben hier auch eine Sammlung der Informationen, wo auch Weihnachtsgoodies mit drin sind. Und wir haben, na gut, hier jetzt nicht, sondern das Weihnachtsevent. Da gibt es aktuell mehrere Sachen, die man machen kann. Wir haben hier einmal quasi die Schneefeldschlacht. Da zeige ich euch einmal die einzelnen Modi. Gibt es auch eine Rangliste, wo ich aktuell schon gut mit oben bin. Zumindest auf meinem Server. Als erstes haben wir den Straßenraub. Da kommen ja permanent einfach nur Monster, die getötet werden müssen. Deswegen sind hier AOE-Helden von Vorteil. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Der überlebt. Hält's dann. Ich muss mal gucken, wen man da noch nehmen könnte. Wirklich effektiv wäre. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob sie. Ich probiere es erstmal so, weil damit hatte ich, glaube ich, es noch nicht probiert. Wobei, gehen wir noch ein bisschen mehr Schaden rein. Nee, du nicht. Sondern nehmen hier. Ja, nehmen wir ihn mal. So, dann gehen wir mal rein. Ich lasse es jetzt einfach so durchlaufen. Natürlich könnte man effektiver arbeiten, wenn man selbst, aber ich will es einfach nur zeigen, wie es aussieht. Ich lasse das hier auch relativ unkommentiert. Am Anfang geht es relativ schnell. Irgendwann kommen dann stärkere Gegner und dann wird einfach Schaden ausgeteilt. Und tatsächlich wäre vielleicht ein Tank noch hilfreich. Desto mehr Einheiten wir besiegen, desto höher ist denn die gesammelte Punktzahl.
So wie ich das verstehe, kann man das täglich machen. Und ja, die gesammelten Punkte, die werden dann dementsprechend zusammengefügt mit den anderen Modi. Und dann kriegt man ja Weihnachtsbelohnung, wie Socken oder Zimtstangen waren das. Die Zuckerstangen waren das, genau. Die man dann beim Weihnachtsbaum einsetzen kann. Ich habe jetzt leider keine mehr, die ich denn für euch einsetzen könnte, damit ihr seht, was das bringt, aber wir gehen da trotzdem gleich einmal hin, dann zeige ich euch das. So. Mal gucken, ob ich ein Stückchen weiterkomme als vorher. Theoretisch wäre eigentlich der eine Kommandant gut, der natürlich Leo ein Schild gibt. Damit könnte er länger überleben. Ich glaube, das macht tatsächlich mehr Sinn. So bin ich nämlich weitergekommen. Ich habe ja schon mal über 4 Millionen Punkte gemacht. Okay. Ist noch ausbaufähig. Ja, 4.800.000 Punkte habe ich schon geschafft. Da wollte ich mal eine andere Strategie probieren, die funktioniert nicht so gut. So, Beschwörer-Spezialtraining ist halt, dass beschworene Einheiten gestärkt werden. Hier habe ich es erst mit dem neuen Kommandanten probiert. Aber ja, der ist nicht ganz so gut. Da sterben die Einheiten nämlich schneller. Durch dieses Lebensraub ist es tatsächlich sehr effektiv. Deswegen, ja, gehen wir jetzt hier einmal rein. Da werden nämlich die Einheiten von Daniel regelmäßig beschworen. Und die müssen wir nach und nach einfach besiegen. Da kommt es nämlich zu Vorteil, wenn man Beschwörer hat, die schon stärker sind. Leider habe ich noch keinen Beschwörer, der mystische Ausrüstung auf plus 30 hat. Plus 20 ist bei mir da leider das Maximum. Dann haben wir ja noch einen Modus gesehen, der aktuell noch nicht zur Verfügung steht. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Ob da auch wieder eine bestimmte Heldengruppe gefordert ist oder ob das was Größeres ist, kann ich jetzt so noch nicht sagen. So, jetzt fängt schon an, dass hier die ganzen sterben. Das heißt, da sind wir diesmal nicht ganz so gut abgeschnitten. So, das schaffen wir nicht. Dafür fehlt uns der Schaden. Ein bisschen Glück muss also auch dazugehören. Aber mit derselben Aufstellung habe ich auch die 6.480.000 Punkte geschafft. Mit Daniel, denke ich, kann man da noch mehr rausholen. Aber ja, wie gesagt, so hoch habe ich ihn jetzt noch nicht. Genau, und dann haben wir hier noch. Der Bonk-Bonk-Schneemann. Das sieht eher wie so ein Raid-Boss aus. Könnte ich mir vorstellen, dass da Jäger ja, ihren Zweck erfüllen. So, dann haben wir den Weihnachtsbaumwunsch. Da ist es quasi so, oh, wir haben eine Schneeflocke, sehr gut, oder zwei, dass wir hier die Süßigkeiten,
die auf dem Schlachtfeld bekommen, einsetzen können. Die erhöhen unseren Wunschwert um 2. Oder quasi die Weihnachtsstrümpfe, die wir entweder kaufen können oder auch vom Schneefeld bekommen. Genau. Dann haben wir hier rechts, je nachdem, wie gut unser Wunsch vorankommt, dementsprechende Belohnung. Ich kann mir dann entsprechend vorstellen, dass wir dann, wie gesagt, wir haben nämlich dann Eventmissionen. Täglich kriegen wir hier auf jeden Fall Süßigkeiten und Erfolge, je nachdem in den einzelnen Bereichen. Dong Dong Schneemann. Das heißt, es ist der einzige, der hier noch fehlt. Die anderen habe ich schon komplett, so wie es aussieht. Mal gucken. So, dann haben wir die Beschwörung, genau. Weihnachten Informationen sammeln. Alles, was mit Weihnachten zu tun hat, wird hier hervorgehoben. Und zu guter Letzt das Glücksrad. Denn bei den, wir kriegen halt auch unter anderem Gegenstände, wenn wir diese Sachen einsetzen. Einmal das Alltägliche, was man so hat, Rekrutierungskarten, Währung, Runen. Und bei den Weihnachtsschimpfen kriegen wir dann auch etwas bessere Sachen. Aber es gibt dann auch Schneeflocken halt zu bestimmten Zeiten. Und diese können wir dann beim Weihnachtsglückrad einsetzen. Und ja, da haben wir unter anderem Daniel, den wir als beschworenen Helden kriegen, oder Emmas Skin. Ebenso einmal noch ein Horn der Heilung, einen mystischen Prototypen. Schauen wir mal. Wir können drei Zeiger gleichzeitig drehen, das machen wir einmal. Okay. Drehen das nochmal. Leider kein Glück. Ah, was soll's, drehen wir nochmal zweimal. Ich glaube, das ist wirklich sehr schwierig, die seltenen zu bekommen. Man sieht natürlich die Wahrscheinlichkeit, mit welchen man die würfeln kann. Es ist nicht gerade sehr hoch. Und es gibt eine bestimmte Anzahl, wie oft man irgendwas haben kann. Von daher, die kann man auch durch Kaufen erhalten oder halt durch die Weihnachtsbaumwünsche. Und ja, das war es quasi zum Weihnachtsevent. Und das war es auch zum Update. Mehr gibt es nicht zu erzählen, es war aber trotzdem eine ganze Menge. Und ja, ich würde dann sagen, ihr hört mich spätestens beim nächsten Update. Vielleicht auch schon eher. In diesem Sinne, schöne Weihnachten. Und ciao.